Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Engleich. Wir schauen jetzt einfach mal hier in den Item Shop von heute rein. Da haben wir nach wie vor diesen Guan Yu. Ich finde den jetzt nicht so schlecht. Der ist jetzt auch nicht so oberbringermäßig. Ja, gucken wir mal ganz kurz. 3 von 5 bei 5 Votes nur. 46 Reminders, also besonders begeistert seid ihr nicht wirklich von dem Ding. Ja, gehen wir mal hier in den Guandu. Guandao. Wie schaut es denn hier aus? Ich meine, ich habe die Noten ja gestern bereits dafür abgegeben. Oh, da seid ihr auch unserer Meinung. 4,17 von 5 bei 6 Votes, 38 Reminders. So, und dann haben wir den Divine Dragon und den finde ich halt ziemlich geil. Gucken wir mal, wie es. Da ist überhaupt kein Rating bis jetzt dafür da. Okay, jetzt gibt es den neuen Emote. Ich habe ihn bis jetzt auch noch nicht gesehen. Mal gucken, was das ist. Der Phone It In. Ja, der Phone It In ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ist jetzt ja, nicht der Oberbringer, aber nicht schlecht. 8 von 10 gebe ich dem. Ist jetzt noch kein Rating dafür da. So, dann sind wir beim Shopper. Ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Was haben wir denn da? Blömsche. So, und der Shopper kriegt von mir 6 von 10. Oh. 2,95 von 5 bei 21 Votes nur. So, am 31. August 2018 das erste Mal drin gewesen. So, dann haben wir den Crisscross. Also der Crisscross gefällt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Also kriegt von mir nur 6 von 10 und dann sehe ich hier 5 von 5 bei 5 Votes. 50 Reminders am 3. November 2018 das erste Mal drin gewesen. Mist. Ein Monat, okay. So, dann haben wir hier den Persuader. Ja, und der Persuader. Ja, ich finde den. Kriegt von mir 6 von 10. Was haben wir denn da? 3,2 von 5 bei 5 Votes, 11. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. Wie hört das sich eigentlich an nochmal? Ja. Dann haben wir den Pathfinder und. Den finde ich jetzt auch weniger prickelnd irgendwie. Kriegt von mir, ich weiß nicht, kriegt von mir 3 von 10, der Pathfinder. 4,07 von 5 bei 15 Votes am 2. November 2017 das erste Mal drin gewesen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Engleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann.